Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin bald Level 40, das muss ich einfach feiern. Ja, also ganze Nacht war der Server down, wegen Wartungsarbeiten, die irgendwie außer Kontrolle geraten sind. Und, ja, ich immer gewartet habe, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich ein bisschen Puffer Fexel gesuchtet. Ich habe mich wieder ein bisschen umgeskillt, weil die Fähigkeiten müssen einfach auf Level 5 sein. Dafür habe ich das Ding rausgenommen. Das Stun-Gezeugs. Und ich habe recht viele Quests noch machen können, weil ich sie endlich gefunden habe. Die waren im Monsterturnier. Und ja, dann ging es weiter, musste man ein paar Mal zum Altar der Elemente für die Geister-Amulett-Ding. Da müsste man irgendwas herausfinden. So ein Bösewicht. Und jetzt habe ich die zwei Quests angenommen mit Spieler töten. Jetzt machen wir heute Abend noch ein paar Schnetzel-Spieler-Spaßzeugs. Und wir müssen 25 Giftdosen holen, die holen wir nachher, wenn die Ding weg ist, das Bonus, das tägliche EP-Bonus-Zeugs. Ich bin gerade am Suchen, es sind so wenige hier, diese blöden Wölfchen. Ja, Werwolf wollte ich nicht, aber es ist ein Wolf, das stimmt, aber da es so dunkel ist hier. Ja, hau ab. Der wurde irgendwie von einem Spiel dorthin gelockt oder so. Hat einfach verbuggt und geht jetzt zurück zu seinem richtigen Standort. Weil er wieder aktiv wurde. Da kommt er wieder. Aha, du gehst hier rüber, damit du hier hochkommst. Aha. Verstehe. Manchmal fragt sich wirklich was los. Oh, Drachen, Augenfeuerstab. Das tönt doch mal gut. Aussprechgeschwindigkeit. Ah, denn. Der ist schon bei meinem Beschwör. Auch wenn ich ihn gerade nicht weitermachen werde. So, mal kurz Adler auf. Oh, ich habe keine HP mehr. So habe ich nicht nachgeschaut. Ich rede zu viel. Ja, ich habe diesen Bogen, glaube ich, gekauft. Schon länger her. Und das war ungefähr Anfang dieses Levels. Und trage einen, den ich bekommen habe durch eine Quest. Das war gestern Abend. Ja. Dann habe ich 50, 73 und 30 Reichweite. Ja, 74, 97, aber langsam. 5 mehr Reichweite und dann werde ich gut sein im Snipen. Also dann habe ich gute Reichweite. So, komm jetzt, Schätzchen. Lass dich heilen. Ja, da ist er aktiv, aber er klingt noch nicht ab. Gut, er ist noch aktiv. Das ist irgendwo auch sichtbar. Aber ich weiß nicht wo. Oder nicht sichtbar. Eben nicht sichtbar. Also. Schau, dass wir nicht ein paar Sachen ausstellen können oder getrennt machen können oder so weiter. Ist halt alles ein bisschen zu wenig ausgebaut, dieses Spiel. Überall. Da bist du. Ich habe dich gesucht. Lieber Dunkelwolf, kommen Sie. Sterben Sie.
Jetzt geht es nicht mehr lange, dann bekomme ich wieder einen großen Bonus. Ich glaube 30.000 war es oder nur 20er sein. Aber auf jeden Fall ein Schlückchen. Und 40. So, 45 muss ich unbedingt noch schnell werden. Dann bekomme ich gut EP bei den Forts. Und einfach Spiele killen. Ja, das freut mich. Dass es doch wieder ein bisschen vorwärts geht. Ah, schön. Aber wieso ist es immer Nacht? Wieso wird es nicht Tag? Die haben sicher wieder Serverprobleme. Dass sie irgendwie der Zyklus nicht anhaben. Ja, jetzt geht's langsam. Es wird heller. Das bringt recht wenig. Es ist viel zu lange zum Hochladen, zum Ausführen. Und dann hat es auch keinen Effekt, nur so ein kleines Pfft. Und dann ist es weg. Aber schön, dass ihr auch ein bisschen weniger zäh seid, wenn ihr leicht seid. Schön. So. Bonus ist immer noch aktiv. Hallo, komm schon jetzt. Richtige Taste drücken. Hoppala. Ist der Dingadler nicht mehr aktiv. Adlerauge. So, wo seid ihr, Wölfchen? Hä? Es ist gar nicht... Es wird gar nicht Tag wieder. Also immer noch. Wie lange soll es noch Nacht sein? Du. Ich denke, es sind wenig Spiele momentan online, das ist gut. Gehen wir doch raus. Ja, sicher. Ich habe so viel Konzentration gesteckt. Der weicht aus. So, gehen wir kurz hier drauf und ruhen uns aus. Und dann gehen wir raus. Die Schlangen töten. Die müssen wir hier unten töten. Müssen wir schauen, hier oben vielleicht. Je nachdem. Weil es sind viele Jäger, also die Süden haben so viele Jäger. Das macht einfach keinen Spaß. Die können nicht anders, weil sie so schwach sind. Bisschen stärker werden, Leute. Nicht einfach irgendwie unfair werden, wenn ihr merkt, oh... Das Reich ist ein bisschen zu schwach. Bolto. Das ist der Spanier. Der mich ein bisschen geholfen hat. So, ja, er hat mir die Epe gestohlen. Ich konnte die Wölfe eigentlich relativ genauso schnell töten. Und musste mich nicht so oft ausruhen. So, jetzt. Gehen wir raus. Da können wir auch raus. So. Keine Schlangen.
flüssig geht es jetzt momentan auch nicht so, aber das ist nur wegen dem schnellen Reiten. Ich glaube, es ist irgendwie Fraps oder so etwas, das manchmal... Keine Ahnung, also... Aber ich mache sowieso vorwärts mit dem Open Broadcaster. Mal schauen, wie die Qualität dann ist. Muss es einfach mal ein Testvideo machen. Ja, grüne Schlange auf grünem Grund in der Dunkelheit, das ist jetzt nicht so gut. Aber da gibt es doch genug, hoffentlich. Sicher nicht die. Also die Cobras, das sind die falschen. Muss ich mir merken. Und das sind auch die falschen. Na, Jäger, seid ihr nicht an? Ich wollte euch einfach mal... Hey, ich schaffe es einfach mal gegen Level 60er Jäger. Knapp nicht, aber... Scheinbar sind Jäger einfach mega schwach, falsch geskillt oder sie sind schlechte Spiel. Ich glaube alles drei. Nein. Aber ja, nicht so. Aha, wir sind falsch. Zum guten Glück, wenn ich dann später auf sie treffe, kann ich sie besiegen. Mal gucken mit dem neuen Bogen da. Aber Stunts brauche ich ja wahrscheinlich. Da hat der Krähenfußpfeil keine Wirkung sozusagen. Weil sie aus der Distanz angreifen. So. Da haben wir noch eine Schlange. So wenig Schlange, das ist unfair. Ja, cool. Das ist die geilste Quest. Stundenlang suchen in der Dunkelheit. Wow. Bis ich die 25 voll habe, ist mir langweilig. Aber es ist wirklich nichts los. General ist immer noch alles leer. Ja, okay, der wurde ja auch resettet, wenn wir rausgehen, aber... Immerhin etwas könnte doch stehen. Ein Fort wird angegriffen. Da ist auch ein... Soul Bond Ding. Ein Altar der Wiedergeburt. Da unten ist doch irgendwo. Da sind doch irgendwo Schlangen. Und sie schon sichtbar auf der Karte angezeichnet sind. Das Gebiet. Das ist hier doch auch irgendwo eins. Ah, da haben wir einen. Nein. Anacondas sind die falschen. Die hier. Dieses System, das die unmöglichen Charakter viel zäher sind für uns, auch noch, also auch bei den Spielen oder nur bei den Monstern. Weil es würde dann gute Chancen gegen Jäger machen, weil Jäger sind einfach nur defensiv. Oder? Sollte sie uns nicht mehr angreifen, eigentlich. Immerhin. Das sind ja meistens solche, die haben den Charakter irgendwie hoch schießen können und dann haben sie nichts gefunden. Oder investieren kein Geld oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist der Jäger
Der unfairste Charakter, dann hoffentlich auch der Schwester. Herbert, okay, die sind aber nicht hier in der Umgebung. So, jetzt noch die Schlange. Gut, dass hier Schlangen sind. So, okay, oh, so viel. Ja, machen wir den nächsten Part dann wieder einen RVR-Part vor einem. Und ich mache die Quest fertig. Kann noch 10 Minuten zeigen. Aber es ist halt nicht so interessant jetzt gerade. Also, hier ist fertig. Für was müssen Jäger eigentlich anderes Spiel aufspüren können? Es war nicht gerade sehr gut. Nicht punktgenau, aber das ist doch nervig, dann können sie immer Level aufspüren und killen. Ist ein bisschen unfair. Ich bin immer noch ein bisschen paranoid. Nein, kann's. Nicht ganz, aber einfach so im Nebenbei ein bisschen vorsichtig. Wow, noch eine Schlange. Wieso so viele und dann noch draußen? Die Schlangen können doch auch drinnen irgendwo sein. Ach, liebe Entwickler, ihr seid ein bisschen falsch. Balancing gleich 0. Was? 5250 plus 1033. Das hat sich gelohnt. Ist zwar nichts wert, aber eben. So viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, wir gehen jetzt an den Bind, hä? Und schauen, ob irgendwas los ist. Sonst kann ich ja wirklich nichts mehr euch zeigen. Außer mit euch reden. Okay, jetzt ist er fertig, der Bonus. Das ist gerade gut. Kann ich wieder ein bisschen loslecken. Kann euch dieses schöne Haus hier zeigen. Mit Open Air. Panoramablick. Ihr seht, es ist immer so hakelig, also es ist nicht, also würde jetzt irgendwie die Leistung des Pages nicht ausreichen oder so. Es ist scheinbar Fraps. Also ich habe schon immer Fraps eigentlich zum Teufel schicken wollen, aber es ist das einzige Aufnahmeprogramm, das einen guten Sound hat und einfach nicht so Probleme macht. Irgendwie etwas Lecks einfügt und so, das ich gar nicht sehe beim Aufnehmen und so weiter. War schon ein gutes Programm, aber die haben ja seit irgendwie ein paar Jahren nichts mehr gemacht. Und tja, wenn sie ja nichts machen wollen, muss man sie ja auch nicht benutzen, oder? Dann habe ich ein Video, 30 Minuten Video von Devil. Der Valerians, irgendwie so ein mega realistisches Mittelalterspiel gesehen und bin richtig ja, ich sollte es nicht pervers sagen, aber
Ich bin so richtig spitz. Endlich mal wirklich was Realistisches. Geniales Realistisches. Deliverance of War oder so. Nein. Weiß ja nicht, wie es heißt. Vor allem ist es wirklich ein Spiel, das sieht man, die Entwickler machen vieles für den Realismus. Also den Realismus, aber nichts für die Inventarsachen, für die Schönheit der. Ja, alles, was so mit Interface und so zu tun hat, ist alles pottenhässlich. Da müssen sie alles noch weitermachen. Ich glaube, das ist eher so eine Grafikdemo und Realismusdemo als ein Spiel. Aber ich hoffe, das wird etwas. Auf jeden Fall wird es dann mal richtig zocken. Aber hier ist auch nichts. Also, dann höre ich auf für diesen Part. Ist ein bisschen kürzer. 23 Minuten ungefähr. Und ja, schau es mir eben an mit dem Open Broadcaster. Also, danke sehr und auf Wiedersehen. Tschüssi.